Ja. Ich wollte nur begrüßen. Ich übernehme keine Haftung für etwaige Herzinfarkte. Und Hörschäden. Ja. Weißt du denn, wo wir diesen ollen Reisigkram hatten, woraus wir die Seile gemacht haben? In der ersten Kiste, aber... Ah, ne, das sind die Zweige. Ach nee, warte mal, ich hab noch Stroh. Alles klar, alles tutti. Okay. Tutti kompletti. Oh nein, meine Finger schrumpeln, so hab ich geschwitzt. Das gibt's doch nicht. Bist du bekloppt? doch, mein Mittelfinger. Also die andere nicht, aber da... Alter! Ich werd bekloppt. Boah, das gibt's doch nicht. Ja, Dachgeschosswohnung. Ist halt doppelt so schlimm. Und soll ich dir was erzählen? Falls du es noch nicht auf Fratzenbuch gelesen hast, wir hatten ja extra an den Lüfter unten, an den Router unten so Lüfter dran gebastelt, weil da im Sommer... Entschuldige, wo bist du denn gerade? Ganz links beim Thron. Ach so, dann wollte ich mir eben das Eisen abholen. Ja, ja, erzähl weiter. Also, da ist bei großer Hitze, hat er die Internetverbindung als mal verloren. Und deswegen hat man die Lüfter dran gebastelt, ne? Und ja, heute Morgen, das Eisen liegt da zwischen Helm und Drohnen, da ist es gelandet. Da, wo mein Fuß jetzt ist. ich seh's. Jetzt sag mir nicht, dass er da Trappel macht, da dreh ich durch. Doch, der setzt sich dann immer hin. Auf jeden Fall, hatten wir die Lüfter da dran gebaut und heute Morgen sind sie verreckt. Ja, haben cool. Sogar noch mehr Wärme erzeugt, weil sie haben immer noch den Strom aufgenommen, aber sie haben sich nicht mehr gedreht. Wunderbar. Aber zum Glück kein Schaden am Router. Naja, aber es ist komisch, dass gerade die Technik, die du dir speziell für solche Sachen geholt hast, gerade dann ausfällt, ne? Ist wie bei der Deutschen Bahn, die Klimaanlagen in den Zügen, ne? Die laufen nur bis 35 Grad oder so. Warum baut man sowas ein? Warum baut man überhaupt sowas? Mhm. So, dann versuch doch mal weiter dein Eisen aufzusammeln, mein Freund. Och nö. Och, das gibt's doch nicht. Ihr könnt uns doch nicht so ficken, Alerter Games. Och nö. Was lernen wir daraus? Nichts mehr bei einem anderen benutzbaren Objekt runterschmeißen. Lassen. Aber das muss doch irgendwie möglich sein, dem zu verstehen zu geben, dass man das will. Also ich baue in der Zeit mal eben unseren Zaun aus. Hast du etwa genug Eisen irgendwo? Nö, für den Zaun brauche ich kein Eisen. Early Access. Ja, wir haben wie gesagt, wir vergeben es, aber was sind 6 Und? Eisenbarren? Gibt's da nicht irgendwie einen anderen Knopf noch dafür? Pick up nearest object oder sowas, ich guck mal. Action is space, aber das ist ja normal. Construction is E, pick up ist left shift. Ach, guck. Ach ja, er hat's aufgenommen. Ha! Okay, können wir uns merken. Links shift, alles aufnehmen, was wir sonst nicht kriegen. Ja. Sehr gut zu wissen. So, jetzt schmeiß ich's nochmal hin. Aber da müsste es auch klappen. Jawohl. Ah, sauber. Geh mal hoch, wo gut die Luft ist. Ja. Gut die Luft. Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Hab ich gern geguckt beim Weeble. Ach echt? Kuala Lumpur. Handbags, Cheese. Irgendwie so ging das. Och. Carrots, Handbag, Cheese. Was? Ich geh noch mal kurz einen Baum ummachen. Okay. Ich baue jetzt ein paar Baumstämme noch. Why not? Dann check ich Hühnchen und die Pumpkins ab. Ah, da ist auch wieder so ein süßer Igel, aber bei denen habe ich jetzt wirklich immer noch ein schlechtes Gewissen. Die sind zu niedlich. Naja, es ist ein Igel. Was hat der mir jemals Böses getan? Die süßen, zwitschernden Hühner sind mir egal, aber der Igel, der ist zu niedlich zum Sterben. Hey, Doppelstandards haben wir überall in der ersten Welt. Das okay, stimmt. Wir bereiten den Abstieg vor, aber mal gucken, wie es wird, ne? Mit Freude in den Untergang. Glorious Sword ist aber... Also mit dem Hammer fühle ich mich recht wohl. Und beides einhändig, so wie es aussieht. Also warum sollte ich das Schwert nehmen, wenn der Hammer doch einen höheren Durchschnittsschaden hat? Richtig.
Die sollten noch einfügen, dass man Gegenstand mit Gegenstand im Inventar austauschen kann. Ja. Zwecksordnung und so. Ah, jetzt 20, immer noch nicht. Zwei noch. Dann gehe ich mal auf die andere Seite und guck, ob ich auch noch ein bisschen Holz finde, wenn wir ja vielleicht doch wieder brauchen. Weil da müsste ja auch was gewachsen sein. Ja, hier Igel, ist überall Holz gewachsen. Ich will nichts von dir. Geh zurück. So, keine Ahnung, jetzt, wo du wohnst. Jetzt baue ich unsere Butze aus. Oh, dann komme ich nochmal zurück, weil das will ich sehen. Ja, da müsste ein bisschen schneller rennen, ne? Nee. Ah, da kommt er. Und los. Elsningar. Drei. Ja, aufgestockt. Es wird halt immer noch größer. Boah, da kann man bald mal ein paar Bogenschützen reinstellen. Ach, guck mal, der nächste Rang ist gelockt. Was? Weil wir da erst noch Quests machen müssen oder weil es noch nicht im Spiel weil es vielleicht noch nicht im Spiel ist. Ja, das wäre ein bisschen schade, weil ich meine, wir haben ja noch ein bisschen was zu tun und zu erforschen, theoretisch. Hier so den Kram ausarbeiten, aufrüsten. Ja, und unseren Wall und unsere Türme und so, ne? Ja, und mehr Essen kann auch nicht schaden. Oh, da liegen noch Zweige, die hast du liegen lassen, ne? Ja, ich war nur aufs Holz aus. Gebe ich offen zu. Oh, auch noch ein bisschen Harz. Das haben wir, glaube ich, bisher noch für gar nichts gebraucht, kann das sein? Weil an Harz kann ich mich nicht erinnern, das jemals genutzt zu haben. Nee, haben wir auch noch nicht. Clay und Seile, okay. Dann pflück ich auch mal wieder ein bisschen Shit hier draußen, einfach nur, um es in der Truhe liegen zu haben. Clay, Zweige und Eisenbarren. Ah, da wäre auch ein Schaf. Die Frage ist bloß, ob ich es krieg, ne? Ja, mehr dich selber. Mehr Pack. Och, Inventory full. What? Dann eaten wir was. Aber dann reicht's nicht mehr fürs Schaf. Oh ne, schon wieder so scheiß Bienen, ihr dämlichen Bienen. Ich fress jetzt mal ein bisschen Honig. Jetzt nice. Pur? Ja, so ein bisschen naschen. Naja, soll ja für den Hals gut sein, ne? So wie Winnie the Pooh, weißt du, so mit der Tatze in den Bottich rein. Oh. Und dann abschlecken. Kennst du noch Winnie the Pooh, Satan Worshipping? Nee. Wo dann Satan ihn bestraft und der Honigtopf auf seinem Gesicht ihn frisst oder so. Irgend so eine saudumme Nachvertonung und dann haben sie den Kopf andersrum drehen lassen. Oder vielleicht war das Original auch schon so drin. Einfach nur dämlich. Er macht Frühsport und das haben sie in so ein Teufelsgebiet umgewandelt. Wenn man wüsste, wo was hinkommt. Ich hoffe, die Federn kann man auch auf 200 hochstapeln oder so. Bestimmt. Sonst wäre das ja weak. So weak. I eat your mattress, bitch. Don't know if I eat one or if I eat five. Here comes the mattress, bitch. What? What? Was? I want to be a mattress dub von Djibouti Dubs. Ich find's so großartig. I have no fucking clue what you're talking about. Und ja, ich find's nicht schade. Dann kannst du wieder was lernen. Na. Nein, es ist einfach nur eine Parodie. Es ist ein Dub. Achso. Ja, okay. Ein Dub. Ein Dub. Ist ein Dub. Eine Synchro auf quasi Deutsch. Also ganz Deutsch ist das ja auch nicht, eine Synchro zu sagen. Ich weiß gar nicht, wo der ganze Scheiß liegt. Garzug, Irmgard, nehme ich in den Arm. Na, hier kann ich was kochen, da weiß ich wenigstens, was ich mache. Einfach die Maggi-Tütensuppe mit Knorr zusammenrühren und dann kommt irgendwas dabei raus. Mhm. Ja, das dann können wir uns bald Met brauen, wenn wir ja Honig haben, ne? Ich habe die ganze Zeit Honig, uns fehlt aber diese Rauschwurzel, die wir immer nicht finden. Ist das. Moment, meinst du die Dope Root, diese grünliche? Von denen müssten wir irgendwo 30 haben.
Echt? Leck irgendwo, mich. Ja. Ja, nee, heute nicht mehr. So, Straw. Hier liegt noch Copper drin, der liegt hier falsch. Deswegen haben sie bei Starbound wahrscheinlich gesagt, du musst alles einsortieren. Puh. Wow. Ah, hier ist noch ein bisschen Holz, okay. Ein bisschen. Mal gucken, wie es unserem Kumpel geht. Der im Brunnen? Ja. Oh. Lange nicht mehr rausgeholt. Hey, na, Brudi? Ich warte drauf, dass er Wortwitze reißt und sich den Kruftkeeper nennt. Ja. Ich finde, wir sollten ihm irgendwie was anderes in die Hände geben als diesen alten Lumpen. Irgendwas Witziges, weißt du? Dass unsere Gäste lachen, wenn wir ihn rausholen. Komm, mach dich wieder vom Acker mit dem alten Scheuerlappen. Muss mir was einfallen lassen. Wieso? Ja, was er in der Hand halten könnte. Ach so. Ein Banner, make love not war. Aber nee, das ist ein ganz, ganz altes Motto. Wir müssen ja was Originelles haben. You say it, bro. Carrot Seeds hatten wir die nicht da drin. Habe ich die jetzt fallen gelassen? Nee, die waren wohl doch da drin, oder? Ich weiß es nicht. Ich habe keinen Durchblick mehr. Ja, doch, sie waren da drin. Aber wo war das Scheißharz? Es tut mir leid. Wofür brauchst du das denn gerade? Ich will's ablegen. Ich will das richtig sortiert ablegen. Aber ach so. Ja, jetzt haben wir dann da noch einen Shepherd-Stick. Shit. Wo wir wohl diese scheiß Hühner herkriegen. Ich hab Birdmeat dabei, aber das wird ja nicht als Chicken zählen, ne? Weil das ist ja... Kein Chicken. Ja, es ist ein Bird. Und es kommt alles vom Cockerel. Oh, ich hab vergessen, die Pumpkins mitzunehmen. So, gucken wir mal. Ja, also aus dem Vogel kann ich Smoked Meat machen, aber kein Chicken-Dingsbums. Und die nächsten Sachen, die sind mir noch gesperrt. Ich hocke mich jetzt erstmal hin. Bis wir aufgerüstet haben. Und regeneriere Aveng. Aveng. Ja, Aveng. Ich komme nicht klar drauf, mein Mittelfinger ist geschrumpelt. Das hat dich jetzt voll weggehauen, ne? Aber nur an der rechten Hand. Ach, weil die wahrscheinlich die. Der Finger lag die ganze Zeit auf der Maus, ne? Ja. Das ja. Könnte Sinn machen. Hier den. Wo sind unsere Gockle? Ah, hier ist zumindest das Harz. Keine Ahnung, wo der Honig ist. Ich schmeiß ihn jetzt einfach hier rein. Wo waren die Gockle? Ah, hier passt auch das Kupfererz rein, ne? Ja, genau. Okay, dabei lasse ich es mal gut sein. Ja, Sheet. Ja, keine Ahnung, wo wir das Chicken herkriegen. Wo bist denn du jetzt hingegangen? Ich sitze auf dem Thron und regeneriere kurz. Ach so, okay. Och nee, die wollen von uns immer noch den Code für den Tresor. Für den Tresor. War das 529 oder irgendwas? Nee, 3 irgendwas. Unser Kollege im Brunnen hat doch den Zettel in der Hand. Uff. Weißt du was, der kann mich gerade mal. Ich weiß, es waren irgendwelche 3 Zahlen, was natürlich logisch ist bei einem dreistelligen Code. Ich glaube, die 5 war am Anfang. Mutige Behauptung. Ja, wir werden ja sehen, ob es stimmt. Oh, ja, das muss... diese Siegel nicht auswählen kann. In der Nachproduktion muss ich das nachprüfen, ob es gestimmt hat. Entweder die 5 oder die 3 oder beide. Schnauze, ja, Vogel! Oh, neue Wölfe. Hallo. Auf Wiedersehen. Ja, Sie haben nächste Woche Kehrwoch, nicht ich. Was? Ich habe Kehrwoch, die ganze Woche lang habe ich Kehrwoch. Du hast bestimmt noch nicht dein Mutter sei Gesicht gesehen. Ein Underground-Film aus Bavü, der sich aber teilweise doch einer recht großen Beliebtheit erfreut. Ich verstehe die Worte nicht, die du sprichst. Ah ja, klar, keiner mag einen Schwab, ich weiß. Sorry, an alle Schwaben. Ich verstehe einfach die Worte nicht, die du sprichst. Und sorry an Massakermann. Ja, geh einfach mal auf. Geh ja einfach mal auf deinemutterseingesicht.de oder sowas. Über Google müsste man das finden können. Akzente sind keine Ausrede dafür, grammatikalisch falsch zu sprechen.
Ja. Ja, das ist so ein bisschen Pseudo-Ghetto-Gangster-mäßig. Und teilweise haben Leute mitgewirkt, die auch bei Schaffe, Schaffe, Scheiße bauen mitgewirkt haben. Wo es anscheinend um eine Alien-Invasion geht, was man aber so nicht ganz genau gesehen hat. Da bleibt einem hauptsächlich ein Zitat im Kopf. Erst mal Jägermeister saufet. Ganz schlimm. Es tut mir leid, ich habe keine Ahnung, wovon du da redest. Underground-Filme. Ach so. Ja, da bin ich raus. Sehr, sehr underground. Scheiß Bienen. Da holt sich lieber nochmal einen Baum ab. Keine Ahnung, warum ich es mache. Ich mache es einfach. Ihr dämlichen Bienen. Ja, hier ist auch gerade irgendwie nichts los, ne? Ach, da bist du ja. Ja, hi. Ich habe auf dem Weg wahrscheinlich schon alles weggeholzt. Ah, ein bisschen Honig für den leckeren Met, ne? Mmh. Nein! Warum gehen die auf mich los und nicht auf dich? Du bist der am Nest. Was ist das hier eigentlich für eine Hütte? Da können wir gar nicht rein, ne? Nee. Hm. Ja, wenn ich auf Leertaste drücke, dann geht er auf den Baum los. Aber wird doch bestimmt auch noch irgendwas zu bedeuten haben. Und wenn da auch wieder irgendeine komische Hexe erscheint oder so. Da steht Baum hinter Baum, wie toll. Erst hatten wir zu wenig, ne? Und jetzt kommen sie im Rudel. Der ganzen ja, Familie. Viele Sachen sind ja auch einfach noch nicht implementiert, ne? Ja. Aber dennoch können wir noch Fortschritte machen im Moment. Mal gucken, wie lange noch, ne? Das ist nämlich meine Frage, die ich mir stelle. Können wir außer stumpf Gebäude ausbauen? Ah ja, wegen dem Chicken weiß ich nicht, aber wir können immerhin hier noch ein bisschen Vorrat sammeln. Wir können Gebäude ausbauen, ja, ne? Und wahrscheinlich auch noch aber unsere Alchemiestation und Shit. Ja. Müsste ja gehen. Oh, ich bin voll. Mal wieder. Aber ich denke, das machen wir in der nächsten Folge, oder? Oh, wir machen alles in der nächsten Folge. Und immer und überhaupt. Jo. Also ja. Dann, gute Macht's Nacht. Erstmal gut. Good fight, good Tschüss. Night.